Okay. Willkommen, sorry für die kleine Verspätung mit den Tonproblemen. Wir werden heute über WordPress 5.0 reden und einen kleinen Einblick geben, was uns erwartet. Und genau, der erwartete Launch ist entweder November oder Januar. Das hängt noch von so ein paar Punkten ab. Da lassen wir uns auch überraschen, wann es genau wird. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Punkt 1 ist natürlich der Gutenberg. Wer kennt Gutenberg noch nicht und hat auch noch nicht sich damit beschäftigt? Okay, dann werden wir Gutenberg noch mal ganz kurz vorstellen. Und zwar ist Gutenberg ein neuer Editor, der den bisherigen Standard-Editor ablösen wird. Und ich glaube, du möchtest was dazu sagen? Genau, also das Projekt Gutenberg ist mehr als der Editor. Jetzt in der 5.0 wird halt der Editor erstmal neu geschrieben. Das Ziel dahinter ist es, die ganzen Möglichkeiten, wie man Inhalte in WordPress bearbeitet, erstellt, zu vereinheitlichen. Also aktuell gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Also entweder gibt man einfach Texte ein mit Bildern oder benutzt Shortcodes, Widgets. Ja, kannst du schon zeigen. Genau, benutzt Widgets oder benutzt Meta-Boxen, Meta-Felder. Und mit Gutenberg versucht man das ein bisschen einheitlicher zu machen. Und jetzt in der 5.0 kommt halt der Editor, wurde neu programmiert. Der hat ein neues Konzept. Das Grundkonzept dahinter sind Blöcke. Also jeder kleine Inhalt ist ein Block. Also eine Überschrift ist ein Block, ein Bild ist ein Block, eine Liste ist ein Block und alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, ist aus kleinen Blöcken aufgebaut. Komme ich wieder zurück? Für die Folie davor. Okay. Es gibt jetzt auch schon, wenn ihr WordPress öffnet und euch das anschaut, auf dem Dashboard so ein Callout. Das ist das hier oben. Und zwar ist das, dass ihr den neuen Editor schon mal testen könnt. Das gibt es bereits als Plugin, was ihr installieren könnt und euch ja, damit schon mal anfreunden könnt oder schon mal ausprobieren könnt. Wenn ihr dann merkt, ihr kommt damit vielleicht auch nicht so klar oder ihr habt vielleicht ein WordPress-Projekt, was nicht so gut funktioniert mit Gutenberg, dann könnt ihr euch auch schon mal den Classic-Editor installieren. Das ist auch ein Plugin. Und wenn dann WordPress 5.0 kommt und ihr das updatet, das ist auch kein automatisches Update, also ihr müsst da ganz aktiv auf Update klicken, könnt ihr dieses Plugin Classic Editor auch schon so einstellen, dass ihr sagt, der Standard Editor soll weiterhin der Classic Editor sein. Also ihr müsst euch jetzt da keine Sorgen machen, wenn jetzt 5.0 kommt, dass jetzt sofort alles anders sein wird und eure Seite crasht, sondern ihr könnt das vorher schon mal testen, auch gucken, wie eure Seite damit klarkommt, am besten vorher auf dem Staging testen und nicht auf der Live-Seite und euch auf der Live-Seite auch den Classic Editor schon mal installieren, wenn ihr da noch so ein paar Berührungsängste habt. Genau, und noch vielleicht mal kurz was zur Entwicklung. Also der Editor wird seit Anfang 2017 entwickelt, also jetzt schon fast knapp 2 Jahre. Seit Anfang ist der öffentlich auf GitHub zu sehen, also der ganze Code wird öffentlich auf GitHub entwickelt. Jeder kann mitentwickeln, jeder kann testen. Seit Mitte 2017 gibt es auch ein Plugin, das den aktuellen Stand alle paar Wochen zeigt, wie funktioniert es, dass man Feedback geben kann. Wer von euch hat das jetzt schon mal getestet, das Plugin? Ja, ungefähr drei Viertel. Okay. Wer hat Feedback gegeben, wie das funktioniert, ob es Fehler gibt? Okay, das sind drei, vier Personen. Ja, sei es Blog-Eintrag direkt auf GitHub, im Support-Forum, über Twitter, über Umfragen. Okay. Genau, also aktuell wurde die Version 4.1 veröffentlicht. Die wollen wir kurz einmal zeigen, was es da jetzt gibt, wie der aktuelle Stand ist. Mit der Version 4.1 wurde gesagt, jetzt ist erstmal Feature Freeze, das heißt, alle Funktionen, die man reinbringen wollte, sind jetzt erstmal drin. Also jetzt werden keine neuen Funktionen mehr hinzugefügt, sondern nur noch bestehende Probleme behoben. Und die UI soll eigentlich auch nicht mehr groß geändert werden. Wenn es jetzt noch sich herausstellt, dass es irgendwie Probleme gibt mit der Barrierefreiheit oder dass Nutzer irgendwie echt große Probleme mit Konzepten haben, so, dann wird noch was geändert. Aber im Grunde sagt man irgendwie von den Funktionen und vom Interface ist es jetzt das, wie wir die 5.0 rausbringen wollen.
In der nächsten Version, die Ende des Monats kommt, ist es dann so, dass alle Schnittstellen für die Programmierer auch final sind. Aber da kommen wir nachher nochmal zu, zum Timetable. Genau. Also wenn man den Editor öffnet, dann hat man ganz oben eine Toolbar, dann kann ich ein bisschen bewegen, genau. Also es gibt verschiedene Bereiche in dem Editor. Oben hat man eine Toolbar. Da hat man dann verschiedene Einstellungen, die sich auf den ganzen Content-Bereich Auswirkungen haben. Dann hat man hier ganz groß den Content-Bereich und auf der rechten Seite eine Sidebar. Die Sidebar ist immer im Kontext, je nachdem, was man gerade bearbeitet. Aktuell, wenn man startet, hat man erstmal die Dokumenten-Sidebar. Da kann man dann alle möglichen Einstellungen machen, wie man sie auch jetzt schon von der Sidebar kennt. Man kann sagen, wann soll der Artikel veröffentlicht werden, in welchen Kategorien wird er veröffentlicht, wie sieht mein Beitragsbild aus und erlaube ich Kommentare oder nicht. Genau, die ist hier oben ausgewählt. Wenn ich jetzt einfach mal einen neuen Blog erstelle, also wenn ich jetzt reinklicke, erstellt er automatisch einen Textblock. So, da kann ich erstmal Text schreiben, aber ich habe auch die Möglichkeit, über das Plus weitere Blöcke hinzuzufügen. Also wenn ich hier, ich kann auch noch ein bisschen ranzoomen, soll ja auch alles responsive sein, dass man das auf allen Auflösungen bearbeiten kann, auf Mobilgeräten. Genau, wenn ich jetzt hier auf das Plus klicke, öffnet sich der Inserter und der zeigt mir jetzt alle meine Blöcke an, die ich habe. Also können wir kurz einmal durchgehen, wie zum Beispiel Absatz, Zitat, eine Liste, ein Bild, Überschrift, eine Galerie. Das sind eigentlich die Inhalte, die man jetzt auch schon hat. Die sind in verschiedene Kategorien geordnet. Genau, Inline-Bilder kann man einfügen und hier hat man noch weitere Blöcke. Insgesamt sind es, glaube ich, 42 verschiedene Blöcke, die mitgeliefert werden, wobei eine Vielzahl auch Embed-Blöcke sind, wenn man externe Inhalte einbinden möchte. Hier kann man jetzt dann nach bestimmten Inhalten suchen, wenn ich zum Beispiel eine Überschrift einfügen möchte oder eine Liste, suche ich hier nach Liste, zeigt er mir eine Liste an. Dann kann ich ganz normal, wie man es kennt, vielleicht sollte ich Enter drücken, genau, eine Liste erstellen. Für jeden Blog hat man noch eine eigene Toolbar, die dann, je nachdem, was für einen Blog man gerade verwendet, die Buttons anzeigt. Zum Beispiel kann man sagen, ich möchte eine geordnete Liste oder eine ungeordnete Liste oder ich möchte jetzt diesen Punkt einrücken. Genau. So, jetzt kann ich wieder rausspringen aus dem Blog und kann über das Plus einen neuen Blog erstellen. Es gibt aber auch noch Abkürzungen, wie zum Beispiel, wenn ich ein Slash eingebe, dann öffnet sich ein Autovervollständiger, der mir dann schon die Blöcke vorschlägt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild einfügen möchte, schreibe ich nur BI, dann erkennt er, schlägt er mir Bild vor, ich drücke Enter und er fügt da erstmal einen Platzhalter ein. Dort kann ich dann ein neues Bild hochladen, aus der Mediathek auswählen oder von einer externen URL einfügen. Ich kann zum Beispiel auch mit Drag and Drop ein Bild einfach reinziehen, dann lädt er das in die Mediathek hoch und fügt es in den Inhalt ein. Weiterhin geht es natürlich auch, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte eine Liste, dann schreibt man einen Stern und dann erkennt er automatisch, dass ich eine Liste haben möchte oder mit zwei Rauten, dass ich eine Überschrift einfügen möchte. So gibt es halt viele Shortcuts, also Abkürzungen, dass man das Einfügen vereinfacht, also dass man nicht irgendwie immer überall hinklicken möchte, sondern dass man mit kurzen Befehlen seine Blöcke einfügen kann. Ganz kurz dazu, das heißt Markup, das heißt, wenn ihr die ganzen Befehle euch mal durchschauen wollt, einfach nach Markup googeln und zum Beispiel zwei Rauten, zwei Hashtags ist die zweite Überschrift und drei sind, ist die dritte Überschrift und so weiter. Dort ist die Frage. Genau, die Frage war, ob es da eine Liste mit den ganzen Begriffen gibt, wo die neuen Begriffe erklärt werden. Gibt es noch nicht, ist aber in Arbeit, aber wird irgendwann demnächst veröffentlicht. Also es gibt sie schon
Auf Englisch gibt es die, glaube ich, schon irgendwo. Wurde noch nicht übersetzt, aber ist auf jeden Fall in Planung, dass man die neuen Konzepte auch alle dokumentiert. Und genau, also an der Dokumentation wird noch gearbeitet. Es gibt schon relativ viele Tutorials auf YouTube. Das heißt, wenn man komplett neu darin ist, kann man sich das einfach durchschauen. Ansonsten ist es halt, wenn man damit arbeitet, wird einem das irgendwann auch ein bisschen verständlicher. Ansonsten wäre das natürlich auch eine gute Aufgabe. Die englische Dokumentation gibt es schon, das auch zu übersetzen. Also es gibt mehrere Meldungen bei dir. Die Frage war, wenn ich jetzt Inhalte reinkopiere, ob er die automatisch erkennt und in Blöcke umwandelt. Die Frage war, ob Markdown automatisch umgewandelt wird, wenn man den einfügt. Ich glaube, Markdown funktioniert aktuell nur mit einem Plugin, aber alle anderen, wie zum Beispiel, wenn man aus Google Docs, aus Word, aus HTML kopiert, das wird erkannt und automatisch in Blöcke umgewandelt. Da gibt es auch eine Liste, da stehen die alle drin. Das sind also die gängigen Textprogramme. Wenn man da kopiert die Inhalte, erkennt er automatisch, dies hier ist ein Listblock und wandelt es in eine Liste um. Genau, die Frage war, ob es Möglichkeiten gibt, eigene Shortcuts hinzuzufügen. Genau, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum der Editor neu geschrieben wurde. Um ihn erweiterbarer zu machen und damit Plugins drauf aufbauen können. Also es ist ziemlich einfach, eigene Blöcke zu erstellen. Und da kann man auch die ganzen Funktionen nutzen, dass man eigene Shortcuts, eigene Befehle hinzufügt, eigene Sidebars, das kann ich gleich auch nochmal zeigen. Es gibt einige Plugins schon, die eigene Sidebar registrieren oder eigene Blöcke hinzufügen. Bekanntes Beispiel zum Beispiel Yoast, das ist ein SEO-Plugin. Die fügen zwei eigene Blöcke hinzu, einen FAQ-Block und noch irgendeinen Listenblock. Und die haben zum Beispiel auch eine eigene Sidebar, wo sie dann, was man jetzt unter dem Content hat, diese Metabox, die wird dann rechts in eine Sidebox umgewandelt. Und so hat man sehr viele Möglichkeiten, den Editor mit seinen eigenen Plugins noch erweitern und anzupassen. Ich würde nochmal ganz kurz... Ja, ich kann es nochmal wiederholen. Es wurde gerade ergänzt, dass es auf WordPress.tv auch schon sehr viele Vorträge gibt zu dem Thema. Daneben kann man noch das Handbuch empfehlen. Da ist sehr viel dokumentiert, wie man das erweitert, wie es aufgebaut ist. Das findet man unter wordpress.org/gutenberg/handbook. Und das ist eine sehr ausführliche Dokumentation, die jetzt auch noch viel immer erweitert wird. Genau, ich kann kurz noch mal ein paar Funktionen zeigen. Hier oben in der Toolbar haben wir dann auch, kann man zum Beispiel den Schritt rückgängig machen oder den wiederherstellen. Achso, ja, gut, da kommen wir gleich noch zu. Dann, genau, zum Beispiel bei verschiedenen Blöcken hat man auch die Möglichkeit, verschiedene Styles zu registrieren. Ich habe jetzt hier einen Zitate-Block eingefügt. Und der wird jetzt so dargestellt, dass links ein Rand ist. Hier hat man einmal das Zitat und hier hat man jetzt den Autor. Auf der rechten Seite, weil ich jetzt einen Block angeklickt habe, wird nicht die Dokumenten-Sidebar angezeigt, sondern die Block-Sidebar. Also hat man jetzt alle Einstellungen zum Block. Also man hat zum einen die Toolbar und in der Sidebar hat man noch erweiterte Einstellungen, wie zum Beispiel die Styles. Bei diesem Block sind jetzt zwei Styles registriert. Mit seinem Theme könnte man zum Beispiel auch noch weitere Styles registrieren oder bestimmte Styles wieder entfernen. Hier gibt es jetzt normal und groß. Das sind jetzt einfach zwei verschiedene Darstellungen. Interessanter ist es vielleicht jetzt noch, wenn man einen Button einfügt. Da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr sehen. Man hat zum einen die Möglichkeit, die Farbe des Buttons zu ändern. Das kann man auch mit seinem Theme sagen. Irgendwie dieser Button kann in diesen bestimmten Farben dargestellt werden. Und standardmäßig sind hier drei verschiedene Styles registriert. Wenn man sagt, ich möchte jetzt aber einen quadratischen Button, dann kann man hier rechts einfach den quadratischen Button auswählen.
Und so kann man dann auch noch sagen, ich möchte jetzt einen Button, der rechts oben eine runde Ecke hat oder so, das kann man dann mit seinem Theme definieren, welche Styles zur Verfügung stehen. Genau, und hier oben rechts in der Ecke hat man noch ein Menü, wo man bestimmte Einstellungen machen kann zum Editor, aber da gehen wir gleich noch weiter drauf ein. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal kurz in unserer Präsentation weiter. Hier habe ich jetzt noch ein Beispiel für eine Seite, die eigene Blogs entwickelt hat. Die sind jetzt, also die Seite ist glaube ich noch nicht live, das ist von Greenpeace. Ein Beispiel, und das zeigt halt ganz gut, welche Möglichkeiten es gibt, wenn man eigene Blöcke noch hinzufügt. Muss mal kurz bis zur Minute 1 vorspulen, wenn wir jetzt gleich überhaupt Internet haben. Das sieht sehr gut aus. So. Na? Na? So. Ja, jetzt. Genau. Also die Seite ist, glaube ich, noch nicht online, aber sie ist schon sehr weit entwickelt. Die haben verschiedene eigene Blöcke hinzugefügt. Genau. Hier wird jetzt ein neuer Artikel erstellt, eine Überschrift hinzugefügt. Ja, in dem Fall ist es kein Artikel, sondern eine Seite. Genau, und die haben jetzt eigene Blöcke, zum Beispiel hier jetzt den Hero-Block. Da haben sie verschiedene Platzhalter, wo sie eine Überschrift einfügen, einen Untertitel einfügen, dann einen Button haben, den sie ausfüllen. Auf der rechten Seite hat man dann noch erweiterte Einstellungen, wie zum Beispiel ein Hintergrundbild oder sagt, wie soll der Content hier angeordnet sein. Neben diesem Hero-Block hat man auch noch hier einen Section-Block, wo man einen Hintergrund definieren kann und eigene Blöcke dann hinzufügen kann. Da gibt es immer schon Platzhalter, die dann einfach nur ausgefüllt werden müssen, die dann auch mit Drag-and-Drop an die jeweilige Stelle positioniert werden müssen. Und man hat gleich eine Vorschau, wie es im Theme später aussehen wird. Also aktuell ist ja so die Möglichkeit, so dass man solche Blöcke mit Shortcodes einfügen kann, aber da ist immer das Problem, ja, welche Shortcodes stehen mir eigentlich zur Verfügung, welche Attribute kann ich da angeben und wie sieht das eigentlich im Frontend aus. Und mit dem Gutenberg Editor möchte man eine Basis bieten, sodass Themes und Theme-Bilder drauf aufbauen können, Page-Bilder drauf aufbauen können, dass es eine technische Basis gibt, die dann erweitert werden kann. Genau, und nicht, dass jeder Page-Builder sein eigenes System neu erfinden muss, die untereinander nicht kompatibel sind und genau so eine solide Basis ist. Zusammen mit einer Agentur. Die Frage war, ob das Greenpeace selber entwickelt hat. Nee, das hat eine Agentur für Greenpeace entwickelt. Die Frage ist, ob die Blöcke auch irgendwie man die selber verwenden kann. Das ist gerade nicht Open Source, nee. Genau. Aber es gibt auf WordPress.org gibt es ganz viele Plugins, die auch weitere Blöcke zur Verfügung stellen. Also da gibt es über 10 Plugins, die jeweils eine lange Liste an bestimmten Blöcken bereitstellen, wie zum Beispiel, wenn man Preistabellen nebeneinander hat zum Vergleichen oder wenn man Toggle-Menü haben möchte und so. Das gibt es sehr viele Plugins, die das schon bereitstellen, diese Blöcke. Oder wenn man bestimmte Anforderungen hat, kann man auch selber Blöcke entwickeln. Zum Beispiel Advanced Custom Fields benutzen vielleicht viele. Die haben jetzt auch in der neuesten Beta-Version eine Funktion vorgestellt, mit der man mit diesem Custom Fields Blöcke erstellen kann, ohne dass man irgendwie React-Kenntnisse braucht. Sondern es ist eigentlich, wie man jetzt seine Metaboxen und Themes damit stylen kann, kann man das dann auch mit diesen Blöcken machen. Also da kann man sich die Beta-Version schon mal anschauen, was da möglich sein wird. Genau. Genau. Die Frage war, ob man die Standardelemente überschreiben kann. Ja, also das ist die Aufgabe der Themes. Genau. Also die Themes legen dann fest, welche Styles haben die Blöcke?
Man kann auch definieren, so möchte ich die Standard-Styles in meinen Theme laden. Das kann man zum Beispiel aktivieren, dann kriegt man schon vorgefertigte Styles, oder man sagt, nee, ich möchte alle Blöcke selber definieren. Dann werden diese vorgefertigten Styles erst gar nicht geladen, sodass man die Möglichkeit gibt es. Also es gibt dann auch die Möglichkeit, dass man, wie gezeigt, die Farben definieren kann, dass man verschiedene Schriftgrößen definieren kann, die möglich sein sollen für den Benutzer. Und so haben halt Themes die Möglichkeiten, ganz viel individuell anzupassen, was der Benutzer überhaupt für Optionen hat. Genau. Dann kommen wir zu dem Punkt Accessibility. Okay. Der Hinweis war noch, dass man sich Blöcke auch als Vorlagen speichern kann. Das sind dann die wiederverwendbaren Blöcke. Danke dafür. Genau. Ein Punkt für die Accessibility. Gutenberg hat zwar noch so ein paar Probleme mit Accessibility an einigen Stellen. Es gibt aber auch mittlerweile viele Modi, sozusagen, also Accessibility-Modi, die man aktivieren kann, oder auch Tools, die mittlerweile drin sind, die es erleichtern soll, mit Gutenberg zu arbeiten, aber auch die es erleichtern soll, einen besseren Accessibility-Content zu machen. Und das eine ist zum Beispiel die semantische Übersicht, das heißt, das ist dieses kleine Informations- oder dieses kleine I-Symbol. Da kann ich raufklicken und kann dann sagen, wie mein Content semantisch strukturiert ist. Das heißt, hier ist ja zum Beispiel eine H3 nach einer H1. Das ist eine falsche Semantik und das wird mir damit dann auch orange angezeigt. Ich weiß nicht, ob das gerade hier zu schnell geht. Aber hier kann man, ja, ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel die H3, die als falsch und damit als orange markiert wird. Damit man einfach sehen kann, okay, du hast da einen Fehler in der Semantik, bitte korrigier das doch mal. Was ich wirklich sehr, sehr hilfreich finde, weil das immer noch ein großes Problem ist. Und es kann ja auch schwierig sein, wenn man sehr, sehr lange Texte hat, die Semantik immer im Überblick zu haben. Okay. Nächster Punkt ist, der nächste Punkt ist der Farbchecker, der Color Contrast Checker. Er hat ja vorhin auch gesagt, es gibt solche beim Buttons, kann man sagen, wie ist die Farbe des Buttons, wie ist die Farbe von der Schrift. Man kann das aber auch in dem Paragraph-Block, das ist der Textblock, ebenfalls definieren, wie soll meine Schriftfarbe sein, aber auch wie soll die Hintergrundfarbe sein. Und da hatten wir am Anfang so ein bisschen Concerns, also Bedenken gehabt, ob Menschen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Designer sind oder so ein Verständnis für Accessibility haben, so eine richtig gute Farbauswahl treffen. Zum Beispiel Rot auf Grün wäre vielleicht nicht ganz so optimal. Deswegen ist ein Kontrastchecker eingebaut worden. Das heißt, hier kann man jetzt sich Farben auswählen. Und wenn aber die Farben nicht dem AA-Standard von WCAG, das ist wie Accessibility im internationalen Web definiert oder wie der Standard ist, ist hier ein Rechner drin, der kalkuliert, wie sind die Farben, wie funktionieren die miteinander, und wenn es da Probleme gibt, habe ich hier diese orangene oder die gelbe Meldung hier unten. Ja, jetzt ist gerade weg. Da, wo ich sehen kann, dass das eine schwierige Farbkombination ist und dass man besser eine andere Farbkombination wählen sollte. Das nächste Punkt ist der Alttext. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, wenn man Bilder hinzufügt, gibt es immer den Titel, eine Beschreibung, Titel, Unterschrift und einen Alttext. Und viele wussten immer nicht so richtig, was schreibe ich denn jetzt wo rein. Manchmal wurde einfach gar nichts ausgefüllt oder überall wurde das Gleiche reingeschrieben. Und das wurde jetzt ein bisschen vereinfacht. Also man kann über die Mediathek immer noch alle vier Sachen ausfüllen. Wenn man jetzt aber ein Bildblock verwendet, steht hier ausschließlich der Alttext, weil das der relevante Text ist, und darunter gibt es auch eine kleine Erklärung, was man damit machen soll. Und zwar steht da, beschreibe den Zweck des Bildes, lass das Feld leer, wenn das Bild kein wichtiger Bestandteil des Inhalts ist. Und das soll einfach ein Bildungsweg sein, um Leuten, vielleicht auch solche Bloggern, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Ahnung von SEO oder Accessibility haben, einfach auch eine Hilfestellung zu geben, was macht man denn mit diesem Alternativtext. Gibt es da Frage zu? Also es gibt dafür Plugins, weil es nicht unbedingt eine Core, die Frage war, ob es vom Core Bestrebungen gibt, das mehr zu forcieren, dass man auch das pflegt, wo die Bildnachweise, die Quellennachweise herkommen. Nein, gibt es nicht, weil in Core kommen ausschließlich Funktionen rein, die tatsächlich eher für alle relevant sind, und nicht so sehr, was so Zusatz
Funktionen sind. Und die Bildnachweise sind ja eher dann notwendig, wenn ich selber, also nicht, wenn ich nicht nur eigene Bilder verwende, sondern Bilder von anderen. Und damit ist das kein Standard-Use-Case für alle und damit wird das vermutlich, also meine reine persönliche Empfindung, dass nicht unbedingt in den Core reinkommen, es ist eher Plugin-Feld, dass das als Plugin weiter existieren wird. Ja. Ah, da ist die Überschrift schiefgegangen. Okay, jetzt kommen wir zu Ally-Modis, sind wir schon mittendrin. Okay. Genau, ein Punkt, den man einstellen kann von der Darstellung, um mit Gutenberg zu arbeiten, ist zum einen die einheitliche Symbolleiste. Wie man hier sehen kann, hat jeder Block seine eigene Werkzeugleiste direkt hier drüber. Das kann aber für Menschen ein bisschen schwierig sein, wenn man reinklickt, dass sich zu viel einfach bewegt und dass es zu unruhig wird, dass man den Fokus verliert. Und deswegen kann man das einstellen über die drei Punkte bei den Einstellungen, dass man sagen kann, die komplette Werkzeugleiste oder diese Einstellung für den einzelnen Blocks, der wird einfach oben rangehangen und bleibt einfach da oben. Also auch wenn ich jetzt einzelne Blocks anklicke, die habe ich einfach immer oben. Es ist eine persönliche Präferenz, wie man das lieber haben möchte. Es gibt aber diese Option, das so einzustellen, wenn man das zu unruhig findet, wenn das die ganze Zeit hin und her springt. Da ist eine Frage. Die Frage war, ob man das für alle Kunden global einstellen kann oder ob ich das für jeden Benutzer einstellen kann. Das ist auch noch ein offenes Ticket gerade. Aktuell wird es nur im Browser gespeichert, was man für eine Einstellung hat. Also wenn man die Seite im anderen Browser öffnet, ist diese Einstellung wieder weg. Da wird halt gerade dran gearbeitet und da ist ein offenes Ticket, das sagt, diese Einstellung sollte in der Datenbank gespeichert werden und nicht im Local Storage vom Browser. Also aktuell geht es noch nicht, aber ist ein... Wobei ich aber auch einwenden würde, dass ich, es ist ja genau dafür gedacht, dass jeder für sich persönlich entscheiden kann, wie habe ich das lieber. Und dass man jetzt nicht als Redaktionsteam das für alle Autoren oder für alle Mitarbeiter vordefiniert, weil das ist ja wirklich eine persönliche Präferenz, wie man das lieber mag. Also ich würde es auch eher dem einzelnen Benutzer überlassen. Das ist auch eine Frage. Die Frage war, ob ich einzelnen Benutzern die Möglichkeit geben kann, einen Block zu benutzen oder dass ich zum Beispiel sagen kann, dieser Block darf nur vom Administrator hinzugefügt werden und wird einem Redakteur gar nicht angezeigt. Vielleicht ist es möglich, ich weiß nicht, müsste ich nachgucken. Also wenn es noch nicht drin ist, wird es irgendwann kommen. Auf jeden Fall gibt es da Filter und Hooks, mit denen man das regeln kann. Also man kann auch Blöcke ganz rausnehmen oder sagen, eine Blacklist erstellen, eine Whitelist, also irgendwie, was soll möglich sein, was soll nicht möglich sein, und da kann man eigentlich auch eine If-Abfrage machen, wo man dann die Benutzerrolle abfragt, also ja, das sollte eigentlich möglich sein. Und ich glaube, ich habe dazu auch schon ein Issue gesehen bei GitHub, dass das gefragt wurde. Ja. Dann gibt es einen Spotlight-Modus, und zwar ist es, wenn man einen Block anvisiert, manche vielleicht nicht ganz klar, wo genau befinde ich mich denn jetzt, weil gerade wenn ich ganz viele kleinere Blöcke habe, kann man das manchmal schwer erkennen. Deswegen gibt es den Spotlight-Modus, dass wenn ich den aktiviere über die Einstellungen, dass mir die, wie viele Minuten haben wir noch? 10. Dass wenn ich einen Block aktiviere, dass der sehr schwarz wird und alles im Hintergrund stark ausgegraut, damit ich wirklich ganz klar sehen kann, wo ich mich befinde. Auch das ist eine persönliche Präferenz, wie man das lieber haben möchte, aber es gibt diese Einstellungsmöglichkeit, dass, ja, einzustellen. Ach genau. Da machen wir es jetzt live zeigen. Es gibt zudem einen Vollbildmodus, das kennt ihr vielleicht auch schon so ein bisschen vom Standard-Editor, dass man ein ablenkungsfreies Schreiben hat. Das heißt, das kann ich aktivieren. Nein, wirklich? Okay, wenn ich den jetzt aktivieren würde, dann würde man also dieser Bereich, also toll, ihr könnt das nicht sehen, wenn ich es auf dem Desktop zeige, super. Also dieser Bereich hier vorne, genau, also dieser Bereich würde ausgeblendet werden, sodass man einfach die Einstellungen nicht hat, sondern einfach frei runterschreiben kann und nicht zu viel Gedöns drumherum hat. Und man kann das auch kombinieren mit der nächsten Einstellung, das ist die nächste Slide, da ist auch ein GIF drin. Also wenn man den Vollbildmodus und die Einstellungsleiste deaktiviert, würde das Ganze so aussehen. Es kommt gleich. Da.
Also das ist der Vollbildmodus und die Einstellungsleiste, dass die einfach verschwinden, dass man wirklich komplett einfach nur auf dem weißen Screen schreiben kann. Genau, kommen wir jetzt nochmal zum aktuellen Stand. Habe ich eben auch schon mal mit angefangen. Also gestern wurde die Version 4.1 veröffentlicht und damit wurde jetzt gesagt, es kommen keine neuen Funktionen mehr für die 5.0 mit rein und das Interface ist eigentlich sehr final. Die Beta 1 war eigentlich für gestern geplant zu veröffentlichen, die Beta-Version von WordPress. Also aktuell kann man ja sich das Gutenberg-Plugin installieren. Aber jetzt ist geplant, das ganze WordPress-System als Beta-Version zu veröffentlichen. Ziel war eigentlich gestern zu veröffentlichen, allerdings gibt es da noch zu große Probleme. Da wurde gesagt, ja, jetzt nächstes Ziel ist am Montag zu veröffentlichen. Als Release-Kandidat ist jetzt der 30.10. das Ziel. Also das bedeutet, bis dahin in dieser Version sind eigentlich alle bekannten Fehler behoben. Und genau. Und der Release-Date ist der 19.10., also in knapp einem Monat, genau, 19.11. Allerdings gibt's noch, wurde gleich ein zweites Datum hinzugefügt, wo gesagt wurde, wenn es noch irgendwie Probleme gibt, die noch nicht behoben sind, dann wird der Release-Kandidat verschoben und das wird dann erst Anfang Januar veröffentlicht und das Release ist dann auch erst frühestens am 22. Januar. Aktuell ist es so, dass es auf GitHub über 1200 Issues gibt. Issues sind jetzt nicht immer alles Probleme oder Bugs, sondern auch viele Feature-Vorschläge, wo gesagt wird, ja, das machen wir vielleicht irgendwann später oder genau. Es gibt verschiedene Milestones, wo gesagt wird, so das sind die Probleme, so das sind die Issues, die müssen wir noch behandeln. Im aktuellen Milestone für 5.0 sind noch über 150 Tickets. Die auf jeden Fall behoben werden sollen und deswegen halte ich eigentlich dieses Jahr für unrealistisch und Anfang nächstes Jahr finde ich auch noch sehr früh. Also es gibt immer noch sehr viele Probleme und deswegen wäre halt jetzt auch die Zeit zu testen. Also man kann sich das Plugin installieren und dann testen, so gibt es mit meiner Seite Probleme und wenn es Probleme gibt, dann kann man die auch melden, weil so dann merken alle Entwickler, Projektmanager, Projektleiter so, dass es irgendwie noch sehr viele Probleme gibt und noch weiter daran gearbeitet werden müssen, aber dafür muss halt Feedback von den ganzen Nutzern geben. Die sagen so, es gibt hier einen Fehler, es gibt da einen Fehler, dies funktioniert nicht. Und genau, man kann Feedback entweder im Plugin-Forum geben, auf WordPress.org, wenn man das Plugin öffnet, da gibt es ein Support-Forum, oder man gibt Feedback direkt auf GitHub. Dort ist auch der ganze Code, dort kann man auch zum Beispiel genau, wenn man einen Bug gefunden hat und ein bisschen sich mit JavaScript auskennt, kann man den Bug auch dort beheben oder es reicht auch aus, wenn man ihn einfach meldet, wenn man sagt, ich habe hier dieses Problem, ich wollte eigentlich das erreichen, das funktioniert aber nicht oder ich habe diese Plugins installiert und sehe nur einen weißen Bildschirm, bei mir funktioniert gar nichts. So, das kann man auf GitHub melden, da genau. Genau, da gibt es auch eine kleine Hilfestellung. Also wenn man Issue meldet, steht da auch, was wolltest du machen? Also was war das erwartete Verhalten, was du haben wolltest? Was ist stattdessen passiert? Also dass man eine kleine Hilfestellung gibt, wie man das meldet. Und da muss man auch keine Angst haben, wenn man einfach mal ein Issue meldet. Das gehört auch einfach mit zum Contributen dazu. Da gibt es mehrere Fragen noch. Die Frage war, aktuell kann man ja nur den Inhaltsbereich gestalten, wie ist das mit Header und Footer. Aktuell, also Gutenberg wird in vier Phasen unterteilt. In Phase 1 wird erstmal nur der Content-Bereich angenommen und in der nächsten Phase, die dann nächstes Jahr entwickelt wird, ist es das Ziel, das Menü zum Beispiel durch Blöcke zu ersetzen, die ganzen Widgets und Sidebar durch Blöcke zu ersetzen, so dass man dieses Konzept auf die ganze Seite ausweitet. Das heißt, wir haben dann die Bibifizierung, die Wixifizierung von WordPress, richtig? Wir entfernen uns ganz klar vom klassischen Blocksystem. Die Frage war, ob wir uns vom klassischen Blocksystem entfernen. Nee, vom klassischen Blocksystem entfernt man sich nicht. Man vereinheitlicht die Art, wie man Inhalte verarbeitet und also eingibt und bearbeitet. Das vereinheitlicht man. Man streicht alte Konzepte, die über die Jahre entstanden sind und die gezeigt haben, sodass die Nutzer da Probleme mit haben, die zu erlernen und diese ganzen überhaupt zu finden und versucht dieses eine Konzept
auf die ganze Webseite auszuweiten. Am besten, wir gehen mal weiter und machen zum Schluss dann noch Fragen, wenn wir die Zeit haben. Und zwar wird mit WordPress 5.0 auch ein neues Theme geben, und zwar 2019. Dazu kurz noch, also das wird nur veröffentlicht, wenn es bis dahin fertig ist. Also es wird nicht auf das Theme gewartet. Also wenn das Theme noch nicht fertig ist, dann kommt es halt erst in der nächsten Version. Aber da wird jetzt, genau. Ja, genau, da gab es ein Call-out oder eine Announcement dazu. Das Ganze war am 16. Oktober, also auch relativ frisch noch. Wo es in, also introduced, wie heißt das auf Deutsch, vorgestellt wurde. Da hat man, also es ist ein Blogartikel, könnt ihr euch auch aufrufen, ist auf dem Make-Blog, Make-Core-Blog. Und da gab es einmal den Aufruf zum einen, wie das Design aussieht, da wurde schon mal ein Ausblick darauf gegeben. Und es wurde auch ein Call for Contribution gemacht, das heißt, es wurde gesagt, hey, wir suchen Leute, die uns helfen möchten, das Theme weiterzuentwickeln. Dazu möchten wir ganz kurz zeigen, was man da machen kann. Das ist zum einen, wie das Design aussehen wird, einmal für Desktop und für Mobile. Da müsste man den Link aufmachen. Es gibt noch weitere Screenshots. Ich wollte jetzt mal nur einen Screenshot zeigen. Ihr könnt das alles euch in dem Make-Artikel auch angucken. Geht das? Okay. Da musst du reinzoomen erstmal. Okay. Wie ihr seht, ist das auch die Idee, dass das mit Gutenberg gebaut wird. So soll das auch dann designt sein oder designt werden. Okay, das GitHub gibt es mittlerweile. Nächstes Slide. Okay. Genau. Auf GitHub kann man auch mitarbeiten, ähnlich wie bei Gutenberg. Und im Slack wird darüber diskutiert. Da haben wir jetzt auch gleich die Screenshots dazu. Genau, das ist einmal auf GitHub, das ist die URL dafür auch, die gibt es auch in dem Artikel. Das ist github.com/WordPress/2019, also für 2019, nächstes Jahr. Könnt ihr auch schon sehen, dass es hier bereits 57 Issues gibt, wo einfach Leute gesagt haben, hey, ich habe das Theme getestet und folgende Dinge müssten vielleicht noch angepasst werden. Und in dem nächsten Slide, hier kann man auch mitarbeiten, das ist der Slack-Channel. Da gibt es zum einen den, das ist ein internationales Slack, also Make WordPress. Und da gibt es einmal Core Themes, da wird das momentan besprochen. Und es gibt auch ein Firehouse, das heißt, das ist mit GitHub verknüpft und da kann man alle Issues sehen, die gerade aufgemacht werden oder auch geschlossen werden. Nee, nur geöffnet werden, ne? Geschlossen kann man nicht sehen, glaube ich. Genau, aber da könnte man mitdiskutieren. Und jetzt weiter. Wenn ihr, also wir wollten kurz darauf eingehen, wenn man an Themes an sich mitarbeiten möchte. Betrifft vielleicht nicht unbedingt jeden, aber wer Lust drauf hat, da sich das vielleicht mal anzuschauen und das zu testen. Es gibt ein paar sehr nützliche Ressourcen, die sind alle von, es gibt ja auch ein Team bei WordPress, die alle Themes gegencheckt, die ins Theme Directory kommen, also unter wordpress.org/themes. Und wenn man bei der Theme Review mitmachen möchte, muss man so ein paar Sachen beachten. Und da habe ich mal drei Artikel rausgesucht, die gerade für den Anfang wirklich sehr hilfreich sind. Das eine sind zum einmal allgemeine Einstellungen, die man im Backend machen sollte, um auch Sonderfälle zu testen. Zum Beispiel, dass man eine sehr, sehr lange Headline hat, dass man sehr, sehr viele Menüebenen und lange Menüs einstellt, um einfach auch mal Sonderfälle zu sehen, wie die mit Themes arbeiten. Dann kann man sich Demo-Content installieren, die zum Beispiel auch mehrere Ebenen an Kommentaren haben und da auch Sonderfälle drin haben. Das ist eine XML-Datei und findet man ebenfalls unter diesem Link. Und es gibt dann noch verschiedene Plugins, womit man Themes testen kann oder auch die Theme-Entwicklung unterstützen. Und da gibt es auch eine Liste von der Theme Review. Und weil es manchmal nicht ganz so einfach ist, die zu finden, habe ich es einfach mal mit aufgelistet und könnt ihr ja mal euch angucken, wenn euch das interessiert. Genau, das wäre es erstmal von unserem Vortrag. Und der nächste. So, dann hätten wir jetzt Zeit für Fragen und ihr könnt uns zu später auch antwittern. Und ich würde sagen, dann kümmern wir uns mal um die vielen Fragen. Ja. Du zuerst. Die Frage war, ob man das Greenpeace-Beispiel nochmal anschauen kann. Also, ja, also das können wir auch nochmal in unsere Folien verlinken. Also es gibt einen Blogpost darüber und den können wir gerne in unseren Links aufnehmen. Nee, das ist bei WordPress.com VIP, gibt es da einen Blogpost. Aber den können wir gerne in den Folien verlinken. Die Frage war, ob es bei diesem Beispielinhalt, das wir hier verlinkt haben, ob da auch schon die Blöcke mit drin sind oder aktuell sind da die Blöcke noch nicht mit drin, kommt bald, ist in Arbeit. Also. Okay, vielleicht noch zwei Fragen. Zwei Fragen noch.
viel. Die Frage war, wie viele Entwickler an Gutenberg gearbeitet haben. Genau, also auf GitHub kann man das ja sehen, wer zum Beispiel Code dazu beigetragen hat. Das sind aktuell 307. Also es sind ungefähr 10 bis 15, die aktuell Vollzeit daran arbeiten. Und zu diesen 307 muss man halt noch viele Designer, Tester und so hinzuzählen. Besonders Accessibility-Team, das viel Feedback gegeben hat und so. Also es sind Hunderte, die dran entwickelt haben und genau. Ja, das ist das nächste. Ja, ich denke, das sollte man auch mal thematisieren, dass Leute ein nervtes Handtuch werfen, weil anscheinend von Matt Mullenweg und seinen Konsorten, die eher die Guidelines vorgegeben werden, als wirklich aus der Community. Also wir können diese Punkte gerne nach der... Ja. Können wir gleich noch weiter diskutieren. Sache nochmal besprechen, weil das wäre eine längere Diskussion, ja. Und wir müssen... Wir sind durch, genau. Ja. Und genau.